Stimmt, hört sich an wie Partysau der Anfang. 85 mal 2. Digga, fällt dir das jetzt erst auf? Ja, nie nachgedacht. Waldorf. Bro. Was? Ich hab mich damit nie auseinandergesetzt. Ach du Scheiße. Was? Ach du Scheiße. Mach das so, als wusstest du's. Bro, Willi hat meinen Stadionvlog geguckt, wo ich bei Mailand war. Ja. Und ist dadurch auf die Melodie gekommen. Wahrscheinlich. Ja, er hat's mir sogar erzählt. Ja, das ist so schön. Und mir hat das nicht erzählt, deswegen weiß ich es nicht. Vor allen Dingen Willi, Digga, was ein Quatsch. Ganz komische Stimmung gerade. Bro, weißt du, was das Traurige ist? Du denkst gerade, wir verarschen dich, aber es ist halt wirklich legit. Ja, kann ja sein. Und wenn es so ist, dann herzlichen Glückwunsch. Das ist geistkrank. Aber muss man das wissen? Das ist eine Bildungslücke oder was? Ja, das ist doch schon voll oft auf dem Stream gesagt. Nein, Digga, das ist halt legit eine Bildungslücke. Nein. Der Song war doch, oder ist immer noch geisteskrank im Hype wegen AC Mailand. Ist okay, ich habe den Song vielleicht in meinem Leben zweimal gehört. Der lief halt wirklich schon einige Male bei euch im Stream. Ja, weil Team Morin das anmacht, aber es ist nicht so mein Song. Der läuft doch jetzt bestimmt schon 10 Wochen oder wie lange ist der jetzt schon raus? Ja, ich habe da nie so bewusst hingehört. Also Zimbo, ich sag dir ehrlich. Hey, muss man das wissen? Ich bin nicht sauer, ich bin einfach nur enttäuscht. Ja, was muss man denn nicht wissen? Ich bin nicht sauer, enttäuscht. Okay. Männer, ich geh kurz den Kopf raus. Okay. Scheiße, jetzt noch mal ein Mundstück noch auf die Brust. Dennis, dankeschön. Ist auch ein bisschen unangenehme Stimmung jetzt gerade. Nein, ich meine, also war irgendwie gerade so ein bisschen komische Stimmung, ja. Ja, hier. Scheiße. Zimbo. Ich wusste das nicht. Zimbo. Ich sag immer noch, was die Melodie von deinem Stadion-Vlog ist Quatsch. Das ist immer noch eine Quatschgeschichte. Nein, das ist wirklich nicht. Hat er on-stream erzählt. Okay. Waren vielleicht welche dabei beim Dual-Stream. Ist immer auch geil. Digga, ich schwör's dir. Ich hab mir den Song nie bewusst irgendwie angehört. Das ist krass. Weil ich sag dir ganz ehrlich, Malle-Musik kann ich mir nicht anhören. Hättest du jetzt auch noch hier Malle-Kalle weg oder was? Nein, aber ich höre so Musik nicht. Ich schwör's dir. Hörst du dir Malle-Songs so an? Malle-Kalle höre ich. Ich nicht. Nichts gegen den, aber ich weiß trotzdem nicht. Kann mir das jetzt so einfach, ich kann mir das anhören, wenn ich voll gesoffen bin. Dann kann ich mir das anhören. Ja, aber du trinkst ja immer nur 2 Bier und hörst dann auf. Ja, wenigstens trinken sie verdampfen, nicht wie bei dir. Also, Bro. Also Bro. Stopp mal kurz. Bro. Deine Getränke, bis auf den einen Abend, Bro, sind alle verdampft. Bro. Alle verdampft. Bro. 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 Wer war als einziger einmal komplett besoffen? Weil da hast du es auch komplett übertrieben. Ja, aber weil du kleine Mose im Paddock Club deine ganzen Getränke als stehen. Nein. Ah, nein, die Shots. Ah, nein, die Shots. Ich hab sie getrunken. Ich kann sie nicht trinken. Ich hab sie getrunken. Doppelshot. Zimbo, weil es ist schon wieder zu viel Schorle gewittert. Wisst ihr, was dann, das für einer ist? Seine Getränke stehen, da sind alle voll. Und er lässt sich immer neuen bringen und die wegtragen. Digga, da, also jetzt, da holt die Maut. Deine Getränke sind bis auf den einen Abend alle verdampft. Zimbo. Alle. Zimbo, sei ehrlich. Zimbo. Die sind alle verdampft. Es gibt einen Mann, der musste im Paddock Club in 5 Minuten 3 Longdrinks wegmachen. Ah, der eine Abend, da weil Respekt. 2 Stück noch bei dir auf dem Platz verdampft sind. Und die waren nicht von mir. Ja, die waren von nein, wir haben alle die nicht getrunken. Darius hat den getrunken und du, aber von mir war der eine nicht. Das ist ganz krass. Der eine Abend top, aber die Rest sind sie verdampft. Kakowski, hopp. Also, das ist wirklich krass. Das ist wirklich ganz klar. Das ist ganz krass. Das ist wirklich krass. Alter, Bros Games und Mo waren so voll in dem einen Video. Digga, vor allen Dingen, ich hab in dem einen. Willst du sagen, ich war nicht voll, ich hab da gepennt. Im Ding. Weil du müde warst. Nee, weil ich voll war. Ein paar Fotos, ein paar Selfies mit dir gemacht. Ja, Alter, die habe ich nämlich auch gesehen. Da war ich voll. Ja, ich lade sie doch hoch. Da war ich richtig voll. Also ich sag, da hast du nichts mehr gesehen. Ja, da war ich voll. Da warst du voll. Aber komplett voll. Und deswegen habe ich am Ende auch, wenn ich nämlich den Ding noch abgezogen hätte, da hätte ich gekotzt. Gebe ich zu. Ajo, wäre lustig gewesen. Ja, ich glaube, wenn sie über den Blackjack-Tisch gekotzt hätte, wäre nicht so lustig gewesen. Gin Tonic drüber schütten war kein Problem. Das war so okay, aber drüber kotzen ist zu hart. Das wäre zu hart. Also ich muss sagen, schade. Schade. Was denn? Wie du hier mit einem Zugpferd der Vegas-Reise sprichst. Sag ich dir ehrlich. Mit einem Zugpferd. Also du musst doch, aber guck mal, wenn du sagst, aber also ich, es sind schon viele Getränke verdampft bei dir. Muss man schon sagen. Ist das krass. Timbo, das ist die Wahrheit. Ist das da muss man sich auch mal die Nase langen. Du konntest doch nicht mehr? Wirklich krass. Der eine Abend bist du über die Stränge geschlagen, das war stark, da muss ich wirklich sagen, da zieh ich meinen Hut. Dass du die Longdrinks am Ende noch weggeatmet hast, war geisteskrank, aber da ist auch viel verdampft. Und ich denke, da stimmt mir die Runde auch zu. Ich habe bei dem einen Abend dafür gesorgt, dass wir überhaupt am nächsten Tag wieder in den Paddock Club reingehen durften. Was meinst du, hätten die uns nochmal reingelassen? Hätten wir da 5 Longdrinks stehen lassen? Ja, glaub schon, weil wir haben uns mal ein paar Sachen stehen lassen. Ach, das ist krass.
Glaube ich schon. Oh, was habe ich denn da gezogen? War das eine Hansen? Ich will deine Leistung nicht schmälern, aber wenn du mir so kommst, okay, ich habe auch. Ich habe eigentlich mal fast immer alles weggetrunken. Zimbo! Zimbo! Hopp! Sind Broski seine Getränke verdampft, ja oder nein? Ich jetzt gerade und deswegen wähle ich jetzt persönlich meinen Telefonjoker. Sag eine Sache: War ich im Vegas-Urlaub ein Zugpferd? Ein Abend sehr stark. Aber ich möchte mich jetzt hier in den Ehestreit setzen. Ich ziehe meinen Telefonjoker. War das kurz? Das ist krass. Ein Abend sehr stark, das sage ich auch. Das ist richtig krass. Ein Abend ich wirklich bombenstark. Ich möchte jetzt zwischen den zwei Geschwister stehen gerade. Ich bin eine zweite Maus. Ich sag, Danny, danke schön. Doch einer in den Chat. Es ging doch am ersten Tag schon los, wo ich reingegangen bin, die Kellnerin Welcome gesagt hat und ich habe Welcome zurückgesagt, weil es schon nicht mehr ging. Dann hab ich nicht viel getrunken. Ab wann haben wir viel getrunken? Also jetzt erste, also ich sag der zweiter Tag, wo ich selber getrunken habe. Zweiter Tag war halt immer gut zum Level, aber... Also zweiter Tag war der härteste. War zweiter Tag? Nee, ja. Der dritte war der härteste. Ja, der nee, zweite Tag war Quali. Ja, in Vegas redest du, wir reden jetzt einfach von der ganzen... Nee, dritter Tag war Quali. Stimmt, ja, Mittwoch Eröffnung, Donnerstag... Ah, nee. Doch, Mittwoch Eröffnung, ja, doch, Training, Mittwoch Eröffnung, Quali, dritter Tag. Ja. Digga, ich habe ja hier meine Füße richtig unhöflich im Bild. Sorry, Chat. Also, mach deine Aussage. Soll ich... Du kannst offen und ehrlich deine Aussage machen. Ehrlich war, also die Getränke bei dir haben lang gestanden, aber ich glaube... Also ich glaube wirklich, am Ende des Tages sind sie getrunken worden. Aber sie haben lang gestanden. Das ist krass. Wo eventuell schon die eine oder andere Runde kam. Das ist krass. Plus ein Abend, da hast du alles weggeschafft. Da hast du ja. Mein Long Drink, mein Tequila weggemacht, mein Long Drink Wodka O und mein Mimosa. Dankeschön. So genau. Und es ist ein... Nee, es stinkt hier, nee. Und es war nicht dein, weil diesen Mimosa habe ich nämlich getrunken gehabt mit Darius. Der war nämlich geil. Und Darius hatte nämlich mein Ding getrunken gehabt. Aber es stimmt, wir haben Tequila abgelehnt, haben aber dafür zwei Ding getrunken. Und ihr habt zwei Tequila, wir hatten zwei Wodka. Das scheiß Tequila hat mich gefickt, Alter. Ja, und die Dinge haben mich auch zerstört. Digga, die haben mich kaputt gemacht. Die krassesten, sage ich euch so, wie es ist, sind sowieso Zimbo und Darius. Weil die haben auf einmal, als alle tot waren, haben die auf einmal auf dem Rückflug angefangen zu bechern. Das war auch krass. Also den Grind habe ich gar nicht verstanden. Das war auch ganz, ganz wild. So, und da habe ich dann auch eben gesagt, ey, ich kann halt mal, wir haben es trotzdem gesoffen. Aber da habe ich auch irgendwann gesagt, ey, boah. Und da standen deine Getränke auch lang. Du hast sie aber alle leer getrunken. Alle. Habt ihr im Rückflug den Scheiß wieder getrunken? Ja, haben wir getrunken. Ja, haben wir getrunken.